der Schleim, die erwische ich ja gar nicht. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel nicht mehr bewegen. Wie sinnlos ist das? Ich habe wenig Schuhe. Probier's jetzt nochmal, aber. Ich bin doch mal Ich glaube, ich dich kriegen. Bin ich eigentlich gar nicht tot? Bin ich dabei. Der Begleiter ist geflogen. So groß komme ich nicht. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Das ist irgendwie. Euer Begleiter ist. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Euer Begleiter ist verwundet. Euer Begleiter ist verwundet. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Du bist doch mal an, das ist doch Schwachsinn. Euer Begleiter ist verwundet. Ja. Euer Begleiter ist verwundet. Euer Begleiter ist geflohen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da machen soll, also ganz ehrlich. Euer Begleiter ist geflohen. Einfach nur sinnlos, du kannst nur zusehen, wie ich immer mehr werde. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Euer Begleiter fliegt. Euer Begleiter fliegt. Fuck, Alter. Das ist einfach nur Schwachsinn. Ich weiß euer nicht. Euer Begleiter ist geflohen. Euer Begleiter ist verwundet. Ich weiß echt nicht, was ich da jetzt machen soll gegen. Das ist auch nicht irgendwie. Ich möchte jetzt auch nicht so rumholen und ich hab das nicht. Aber. Hä? Wie denn? Das Ding, die Dinger produzieren schneller Slimes, als ich sie bilden kann. Vielleicht damit, aber. Selbst das macht sie ja nicht tot. Die überleben das ja leider. Euer Begleiter ist geflohen. Wenn ich einmal so von dem Vieh erwischt werde, dann ist es bei mir auch ziemlich dumm hier aus. Hallo, nicht da rein. Oh, bescheuert oder so? Wie macht man sowas? Keine Ahnung. Ich renne jetzt einfach mal drum herum. Ich krieg auch kein Level, wenn ich nächstes Level kriegen würde, wenn ich das Scheiße jetzt machen muss. Aber ich krieg hier gar nichts. Euer Begleiter ist verwundet. Euer Begleiter ist verwundet. Euer Begleiter ist verwundet. Renn doch weg, Alter, du dummes Kind. Hallo, renn doch! Hallo! Was ist denn das? Begleiter ist geflogen. Wenn ihr diese Option ihr wollt, seid. Sind die Folgen Gold, Erfahrung, Ruhm. Sinnlos. Ich gehe zurück. Das tue ich mir nicht an. Keine Ahnung, was das für eine Ebene sein soll. Das fand ich jetzt mega dumm. Also ganz ehrlich, das war dumm. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich kam da jetzt auch nicht durch. Ich meine, ich hätte eventuell, was ich gerade überlegt hatte, Moment. Ich hätte eventuell... Ist ja auch sinnlos. Der Sandsturm hätte jetzt auch nicht geholfen. Das da vielleicht diesen Klingenpakt. Aber der macht nicht wirklich Damage. Jetzt, diese komischen Schattenlinge habe ich nicht bekommen da drinnen. Keine Ahnung. Muss ich nicht verstehen. Ist ja auch egal. Dann haben wir da halt keinen Bonus bekommen. Ich meine, ich habe zwischendrin versucht, irgendwie an die Große ranzukommen, aber wir haben schon gesehen, jedes Mal, wenn ich die angeklickt habe oder so halbwegs an den dran war, die haben null Leben verloren. Ich weiß nicht, ob die sich regeneriert haben oder ob ich die einfach überhaupt nicht getroffen habe. Ich kann es nicht sagen. Ist mir aber jetzt auch relativ egal. So. Vielleicht mache ich die Schattenwesen, die Schattenphasendinger immer, lasse ich die einfach so, die Portale. Wenn ich sie gefunden habe, lasse ich die Portale einfach. Und mach's dann zu einem späteren Zeitpunkt dann. Das ergibt, glaube ich, mehr Sinn.
Schau ich euch an, dass wir kommen. Also in die Höhle gehen wir noch nicht. Hier geht's noch weiter. Mein Fuß schläft noch gerade ein. Das ist aber hier. Vorsicht. Hat irgendwas gegeben? So, haben wir die schon mal platt gemacht. Sehr schön. Identifikationsrolle haben wir hier. Ich pack mir da einfach mal so ein Portal hierher. Weil ich kann. Wir nutzen die irgendwie nie, die Portale. Also ich nutze die nie. Tut mir leid, falls einige sich so denken, oh Junge, mach das doch mal öfters. Aber irgendwie, Level. Ich habe wenig Mana. So, ich mache mal hier die Fels kaputt, während sie sich um den Dürre-Mutter kümmern. Den tue ich mal auf passiv. Das heißt, die macht nichts. Dann überlebt die Dünenmutter noch ein bisschen. Und kann mir noch ein bisschen mehr mit ihren kleinen Schlüsseln nehmen. Ah, ja, genau das. Ah, komm, rein. Also so kleine Dinge, wo man ein bisschen hochleveln kann. Altar der Fähigkeit, okay. Da kann man mal sich ein bisschen Level kredenzen, aber ansonsten ist ja, das sind auch nicht viel davon. Ist nichts passiert bei, okay, gut. Dann war es das an der Stelle sogar schon. Man sieht da unten eine jede Menge von diesen Mana-Schluchten. Oh. Der hat sich lang gemacht. Der Freund hier, unsere kleine Schmusedatze, die hier runter oben. What the fuck? Ja, what the fuck? Ich kann nicht mehr, und. Gut, dass wir das Portal gesetzt haben. So spart man eigentlich eine Menge Geld. Ist das jetzt unser Portal? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt das, was wir hier genommen haben? Ist es dieses? Genau dieses, was ich jetzt denke zu sein? Yay, cool. Da wollte ich gerade noch Mana, die 4 drücken, aber kam nicht mehr dazu. Ja. Hochgefangen. Ich werde das noch nicht über 4 oder so. Ich brauche mehr Mana. Hochgefangen. Jetzt geht aber mit einem Schlag, die ganze Zeit verlierst du, ne? Okay, da ein bisschen den Ball und da ein bisschen. Mit einem Schlag verlierst du irgendwie 5 Trillionen und ja. Ich glaube, ne, da unten war. Ne, da unten waren wir schon, aber wir haben, glaube ich, da jetzt nicht die Viecher gekriegt. Das war die Stelle, wo wir, glaube ich, gerade gestorben sind. Genau. Levelaufstieg, na endlich. So, da kann man gleich mal hier. Unsere Schmusedatze wieder um 95 Stärke geben, genau, dann kann das weg. Und uns selber würde ich die Schattlinge immer aktivieren. 20%ige Chance auf Schattlingverbündete rufen bei Tötung deiner Verursachten. 20%ige Chance auf Schattling rufen bei Tötung. Ich würde mal auf 25% hochgehen. Das sieht sehr gut aus. 28%. Ich würde wirklich am liebsten nur die Diener kämpfen lassen und selber von hinten halt den Schaden so ein bisschen drücken. Ist ja, glaube ich, das Sinnvollste mit meinem Charakter. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir hier... Wir hatten hier irgendwo... Wow. Seltene Marke, Schockmarke. Unser Begleiter hat 6% schnelleren Angriff. Ja. Ich nehme bei die. Leider. Ach so. So, klack. Das sieht schon besser. Genau, jetzt sieht's geil aus. Mal eine Menge Panzer gegen alles und bleibt eine Weile stehen. Knochengulen, wie geil.
Solche aufwendig gemachten Viecher finde ich mega genial gemacht. Ich finde auch schön, dass ich den anderen Kämpfer habe, ja, der mir nicht tut. Ich bin bloß hier unfertig doch gegenüber. Deswegen gehe ich da, glaube ich, mal hoch. Knochi, ich komme! Wow! Hallo, ich bin Knochi, Jolling, ich bin neu. Hallo. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Mana, du dummer Spaten. Ich habe wenig Mana. Bin verwundet. Wir haben ich mir habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Gut, dass er mir gesagt hat, dass er verwundet ist. Wäre mir gar nicht aufgefallen sonst. Oh. Schon tot, oder wie? Oh, die Katze ist geil. Also die One-Shot-Katze ist schon... Wow, das macht Netze. Ich will ihn unbedingt so bekämpfen. Ich brauche mehr Mana. Also diese Fernkämpfer finde ich mega... Assi. Sehr schön. Jungs, kommt mal mit, hier ist der Fernkämpfer noch. Ich habe wenig Gesundheit. Ja, ich weiß. Du hast wenig Gesundheit. Die haben gut genauso wenig Leben wie ich. Das heißt auf Deutsch, meine Katze kriegt sie schnell tot, wenn sie einmal die Dings aufgenommen hat, die Witterung. Und ich würde gerne die Mana-Tränke sparen. Wow! Das ist gut. Ja, das war klar. Das war jetzt klar. Seid hinüber. Ich nehme mal gleich das. Ja, es tut mich hinten spawnen jedes Mal. Das ist unschön. Da war ich, da hatte ich jetzt zu viel und da war und da bin ich tot und deswegen ist da ich hatte einen Lag. Also ich hatte einen Lag, das lag nicht an mir. Ich hatte einfach einen Lag. So ist das doch immer, oder? Wenn man so was nicht hinkriegt, dann sagt man halt einen Lag und dann ist alles schön. Genau so ist es gewesen. So, hier ist der Knochenbrunnen, genau, den will ich aber noch nicht machen. Ich will das bei unten die kriegen. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, okay. War ja schon klar. Bin verwundet. Mein Inventar ist voll. Euer Begleiter ist geflogen. Ja, soll doch was machen, die Reste. Euer Begleiter ist mir verletzt. Euer Begleiter ist geflogen. Ich habe genug Mana. Ich kann nicht mehr tragen. Ist mir egal, was du tragen kannst. Mach den Typen da, Blatt, du Bummer. Euer Begleiter fliegt. Ich heule doch immer rum, ne? Ich brauche mehr Mana. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Oh mein Gott, bitte. Mana. Mana? Oh. Euer Begleiter fliegt. Ich krieg das nicht hin, ich hab kein Mana, ich hab kein Leben, mein Begleiter fliegt. Alter, ey, der Typ geht mir so auf den Sack. Euer Begleiter fliegt. Jetzt ist mir und... Oh, wird doch einfach so. Ich mehr Mana. Genug Mana. Hey! Dieses Phänomen nennt sich, glaube ich, nach. Ich brauche mehr Mana. Genug Mana. Scheiß auf dein Mana, mach den Viecherplatz. Mein Gepäck ist voll. Wow. Das Ding ist aber los hier. Ich habe wenig Mana. Ich habe nicht genug Mana. Ich kann nicht mehr tragen. Leute. Komm mal her, Katze. Okay, Katze, Moment. Dann ich. Dann kriegt die Katze jetzt einfach mal hier. Ich bin verwundet. What the? Hä? Ihr seid hinüber. Verarsch mich mal bitte, ich war gerade dabei im Inventar. Oh nee, komm. Komm schon, echt jetzt? Na gut. Du. Etwas Hübsches entdeckt? Ich würde weghauen. Das da, das da, das da, das da, das da, das da. Dann holen wir mal noch den da weg. Dann nehmen wir mal. Halskette 35 Feuer ist besser als unsere. Handschuh brauchen wir glaube ich keine mehr, das brauchen wir nicht mehr.
Berserker-Rundschild brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen auch... Die ist noch besser als unsere. Das da, dann... Moment, dann haben wir hier noch... Den Handschuh mit den zwei Sockeln. Der hat aber nicht wirklich viel, abgesehen davon. Was haben wir hier noch? 33 ist nicht so gut wie unsere. Lederhalsband gefroren. Von Begleitern... Gesundheit betreffend geschulden, Eisschaden, Feuerpanzer. Ist viel geiler als das, was unsere hat. Begleiter im Inventar, gebe ich ihm mal nachher. Das kann er weg. Wir haben diese Stadt, den brauchen wir nicht. Wir können auch mal die Handschuhe weglegen. Ist nicht auch geil.